Moin, moin, Matrosen. Herzlich willkommen. Hier ist der Klabautermann mit 7 Tipps, die dein Frostpunk-Leben vereinfachen werden. Erster Tipp ist, nutzt möglichst oft die Space-Taste. Das ist hier die Pause-Funktion. Es ist viel einfacher, Dinge zu planen, wenn man das Spiel dazu anhält. Gerade am Anfang vom Spiel hat man hier unten 80 Arbeitslose, die noch keine Unterkünfte haben. Und das ist einfach verschenkte Zeit, wenn man das Spiel laufen lässt. Deswegen der erste Tipp, nutzt möglichst oft die Pause-Taste. Tipp 2. Nutzt möglichst immer mal wieder die O-Taste. Alternativ dazu könnt ihr hier oben auf die Temperaturanzeige bzw. auf das Thermometer klicken. Und der dritte Weg ist hier im Reaktor zu sagen, ich möchte die Wärmesicht ein- oder ausschalten. Diese Wärmesicht ermöglicht euch, einen Überblick zu behalten, wo frieren eure Leute, und den Überblick zu behalten, wo gebt ihr vielleicht umsonst zu viel Kohle aus. Es ist eigentlich nicht notwendig, dass dieser Reaktor hinten um 8 Uhr angeht, obwohl das jetzt eingestellt ist. Er ist hier eingeschaltet und er steht auf 8 bis 18 Uhr. Und wird also um 8 Uhr seinen Dienst aufnehmen. Ich schalte ihn jetzt aus. Damit bleiben die beiden Werkstätten trotzdem im gelben Bereich und ich muss keine Kohle dafür verwenden. Genauso erkennt ihr so, wenn Leute in Werkstätten eingesetzt sind, die einfach eiskalt sind. Also sowohl zum Sparen von Ressourcen als auch zum Vermeiden von Unterkühlung immer mal wieder auf O drücken. Oder auf das Thermometer hier oben. Tipp 3. Wenn es irgendwann darum geht, Gebäude aufzurüsten, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Zeltstadt hier oder diese Zelte durch eine Baracke ersetzen möchte, dann könnte ich jetzt hingehen, könnte sagen, ich baue diese Zelte ab und dann gehe ich hin und sage, ich baue in die Lücke eine Baracke auf. Oder ich baue die Baracke zuerst hier hin und reiße dann die Zelte ab. Ich kann aber auch einfach oben drüber bauen. Dann reduzieren sich die Kosten auch auf 12 Holz und 10 Stahl im Vergleich zu dem normalen Preis einer Baracke von 20 Holz und 10 Stahl. Also ich kann einfach drüber bauen, spare mir an der Stelle Holz. So ähnlich geht es auch mit anderen Gebäuden, wenn ihr irgendwann ein Kohlekraftwerk oder was auch immer aufrüsten wollt, einfach drüber bauen, statt neu zu bauen und abzureißen. Tipp 4. Hier unten rechts habt ihr einen Überblick über all eure Arbeitskräfte. Ich sehe im Moment zum Beispiel, ich habe 3 Arbeitskräfte frei. Und wenn ich mit der Maus über diese Anzeige drüber fahre, also 3 von 74 sind verfügbar, dann sehe ich auch, das sind 3 Kinder. Ich sehe hier auch die, die ich nicht einsetzen kann. Das sind Kinder, für die es eine Sonderregel gibt. Das sind Amputierte und das sind Palliativpatienten, die einfach schwer, schwer krank sind und gar nicht mehr aus dem Bett raus können. Was ich jetzt optimieren möchte, ist, dass ich mir Arbeiter frei, achso, generell, diese Faust heißt, es sind Arbeiter, die Faust mit dem Zahnrad heißt, es sind Ingenieure und die Faust, die Fäustlinge, die Kleinen heißen, es sind Kinder. Was ich optimieren möchte, ich möchte die 3 Kinder gerne einsetzen, so, dass ich dafür 3 Arbeiter rauskriege, weil die brauche ich hier unten in meiner Jagdhütte, um meinen doch etwas bescheidenen Nahrungsmittelvorrat aufzustocken. Also, ich muss jetzt einen Ort finden, an dem ich Kinder einsetzen kann und an dem ich dadurch erwachsene Arbeiter freisetze. Das mache ich, indem ich hier ein Häkchen bei den Arbeitern setze. Und dann bekomme ich angezeigt, okay, 11 arbeiten hier, 3 arbeiten in dieser Jagdhütte, 2 arbeiten hier im Sägewerk, 6 und 6 in den beiden Minen. Und ich denke, wir schicken die Kinder ins Stahlwerk. Hier ziehe ich 3 ab, da tue ich 3 wieder rein, haben wir 10 im Stahlwerk und die 3 freien Arbeiter kann ich dann hier aufstocken und so ein paar mehr Lebensmittelvorräte mir beiholen. Also der Trick ist zum einen hier im Blick zu behalten, dass vorne eine 0 steht, zumindest im Early Game, und zum anderen mit diesem Häkchen sich jeweils die Orte zeigen lassen, an denen
Personengruppe A, B, C, D, E, F sich aufhalten. Tipp Nummer 5, investiert in Forschung. Das heißt, investiert in diese Werkstätten. Da wird während der Arbeitszeit werden Forschungspunkte generiert und ihr habt hier einen sehr, sehr großen Technologiebaum. Es gibt Heizung, es gibt die Erkundung, also dass wir mit diesem Signalballon oder der Signalstation abheben können und das Umland erkunden. Es gibt einen ganzen Haufen Geräte, um Rohstoffe abzubauen. Und es gibt die Kategorie Nahrung, Gesundheit, Unterkunft. Und ich habe da jeweils 5 verschiedene Stufen von Entwicklungen, die ich anbauen kann oder die ich erfinden kann. Das ist ziemlich mächtig, vor allem gerade wenn es in Richtung Ende des Spiels geht, ist es gut, dass ich hier unten die Generatorleistung 3 habe, dass ich die Generatorüberbrückung habe. Je nachdem, wie ich gebaut habe, auch eine große Reichweite. Also man kann nicht früh genug anfangen. Die Bürger wollen natürlich gerne immer kurzfristige Erfolge und Verbesserungen, aber um das Spiel gut voranzubringen, lohnt es sich in den meisten Fällen mindestens 2 dieser Werkstätten aufzubauen. Und da könnt ihr dann die Ingenieure beschäftigen, die euch die Forschungspunkte für euren Technologiebaum geben. Tipp Nummer 6. Leg Ressourcendepots an. Die Rede ist von diesen Gebäuden, in denen ihr eine bestimmte Menge an Rohstoffen einlagern könnt. Ihr kennt das vor allem, wenn hier oben die Balken rot werden, dann ist es dringend an der Zeit, ein solches Depot anzulegen. Frostpunk ist ein Spiel, bei dem man nicht zwingenderweise alles ausgeben muss, was man an Ressourcen hat. Also gerade wenn ich jetzt hier so zur Kohle schaue oder auch hier zu den Essensrationen, da kann das sehr, sehr gut und sehr hilfreich sein, wenn man sich da einen Vorrat anlegt. Das Bauen von so einem Depot dauert ein bisschen. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, hier meine Kohle wird rot, weil zum Beispiel, was weiß ich, der von der Expedition zurückgekommen ist und hat den ganzen Rucksack voll Kohle, schlimmstenfalls verfällt die dann. Oder schlimmstenfalls habe ich hier ein Kohlebergwerk stehen, das arbeiten könnte, aber nichts fördern kann, weil meine Lagerflächen voll sind. Ich habe mir es zur Aufgabe und zur Regel gemacht, dass ich immer ein unzugewiesenes Lager irgendwo stehen habe. Und wenn ich hier jetzt schnell zuweisen muss, du bist ein Kohlelager, dann baue ich ein neues und habe dann wieder ein leeres mit diesen 4 Punkten da stehen. Ja, also ist sehr, sehr sinnvoll im Blick zu behalten, was kann ich einlagern und das nicht zwingend alles sofort auszugeben. Tipp Nummer 7. Behaltet die Gesetze, das gilt auch für die Forschung, aber in dem Fall behaltet die Gesetze im Blick. Es gibt hier vieles, was man erlassen kann als Gesetz, aber immer nur alle 24 Stunden. Die Kampfarena bringt zum Beispiel einen permanenten Zugewinn oder eine permanente Abnahme an Unzufriedenheit, also ein Zugewinn an Zufriedenheit. Wenn ich Prothetik erfunden habe, kann ich Leute, die eigentlich nicht mehr arbeitsfähig sind, weiter einsetzen. Wenn ich die Kinderarbeit erfunden habe, dann kann ich die Kinder als vollwertige Arbeitskräfte nutzen und, und. Kleiner Spoiler, im Laufe des Spiels wird es einen weiteren Bereich geben, in dem ihr Gesetze erlassen könnt, aber halt nur alle 24 Stunden. Das heißt, es kann sinnvoll sein, da einen sehr guten Blick drauf zu haben, wann ist dieser Balken, der hier abläuft, wann ist der wieder bei Null, wann kann ich wieder ein neues Gesetz erlassen und das dann auch zu tun. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, euch haben diese 7 Tipps weitergeholfen, so einen Einstieg in das Spiel zu kriegen. Klar, insgesamt ist die Mechanik natürlich noch komplexer, als dass man sie auf 7 Regeln reduzieren könnte. Aber das waren die, die mir am wichtigsten schienen. Wenn ich eine vergessen habe, dann schreib es doch unten in die Kommentare bitte rein. Ansonsten, wenn dir solche Videos gefallen, dann freue ich mich über dein Abo oder über dein Like oder über einfach einen netten Kommentar, wo du mir sagst, dass es dir gefallen hat oder wo du mir sagst, was aus deiner Sicht noch fehlt. Soweit, schöne Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Klabautermann.